Moin, jo, ja, willkommen zum ersten Video, erster Tag der ja, Sommerversteigerungsspendenaktion für die Solinger Tafel 2024. Wer immer hier reinschaltet, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ihr findet zu dieser Aktion, falls ihr das Infovideo nicht mitbekommen habt, in der Videobeschreibung, sowohl in Textform, eine längere Erklärung, wo einige Dinge erklärt werden, aber auch den Link zu dem Infovideo, da erzähle ich noch einiges. Sollten noch Fragen offen sein, meine E-Mail-Adresse packe ich auch mit rein, mich einfach anschreiben. Ansonsten wird es jetzt kurz und knackig gleich los bzw. weitergehen. Bis Samstag diese Woche, also vom 1. bis zum 6.7., wird jeden Tag abends ein Versteigerungsvideo kommen. Da werden immer zwei Gegenstände in Einzelversteigerung angeboten werden. Ihr findet dann in der Kommentarsektion von mir zwei vorgefertigte Versteigerungskommentare. Da könnt ihr also entnehmen, welche Dinge hier versteigert werden. Heute zum Beispiel Nummer 1 von Fox Knives, das Parang Bushcraft FX. Das seht ihr hier schon liegen. Das zweite Messer kommt gleich. Das ist von Cold Steel, dann das Bushman. Ich werde noch ganz kurz was dazu erzählen. Fangen wir am besten gleich an. Ihr seht hier ja schon von Fox Knives, Parang Bushcraft. Das ist also wirklich ein Haumesser in ja neuwertigem Zustand. Das hat halt Lagerungsspuren. Das hat mir Sven Kienast vom Messerdepot zur Verfügung gestellt. Super Spende. Und da das nicht das Einzige ist, was Sven mir zur Verfügung gestellt hat, sondern wirklich die meisten Dinge, die hat Sven mir überlassen. Absolut großartig. Vielen Dank für die Großzügigkeit, Sven. Ja, Messerdepot daher klar erwähnt und herzlich bedankt. Und dieses Messer wurde nie benutzt, aber lag halt ein paar Jahre im Lager rum und jetzt auch schon über ein Jahr bei mir. Aber ich hoffe, die Bilder spiegeln da schon wieder, dass dieses Messer hier noch gar nichts, also außer der Schweiß, der jetzt auf der Klinge ist, meinerseits, noch gar nichts an Schnittgut gesehen hat. Damit wurde noch nicht gehackt. Und so Sachen wie Hacken oder eventuell auch mal damit hebeln, das sind so die Arbeiten, die man mit solch einem Messer dann schon mal machen kann. Natürlich auch das immer bedacht. Auch solch stabile Messer sind nicht gegen jeden Missbrauch gefeit. Aber da kann man schon einiges mitmachen, gerade im Lagerbau, im Lagerleben. Und dann halt typisch ja, von FKMD diese taktische, ja, der taktische Look halt. Das mag nicht jedem gefallen, ist natürlich kein typischer Bushcrafter, aber da gibt es doch den einen oder anderen, der sowas ziemlich cool findet. Und wenn ich so ein Teil in der Hand habe, ganz ehrlich, dann kann ich das sofort nachvollziehen. Kommt natürlich mit der Originalscheide und auch der Originalbox, die riesig ist. Fox Knives. Moment, kriegen wir das noch eingefangen im Frame hier? Fokus, Dankeschön. Also die technischen Daten zieht euch bitte aus dem Netz. Originalverpackung noch mit dabei. Das Originalknicklicht ist noch mit dabei. Und auch diese Box hier in der Tasche, eine Aluminiumbox, und das ist dann, ich denke, das ist Survival Stuff, alles noch original verpackt. Checkt das einfach mal aus im Netz, da werdet ihr eine Menge Infos finden, was da alles noch mit dazugehört. Das war damals, wenn ich mich recht erinnere, alles im Lieferumfang mit drinne und das bekommt ihr dann natürlich auch. Also das Versteigerung Nummer 1, Fox Knives Parang Bushcraft FX. Dann Versteigerung 2, bei Interesse da dann den zweiten Kommentar suchen. Da haben wir das Cold Steel Bushman, das ist auch neu. Hat eventuell auch Lagerungsspuren, ebenfalls gespendet von Sven Kienast bzw. dem Messerdepot. Vielen Dank, Sven. Und hier auch noch alles original verpackt, komplett unbenutzt. Kommt dann in dieser Scheide von Cold Steel mit Fire Steel und dann halt das Messer an sich. Diese gefaltete ja, Tülle hier aus einem Stück Stahl, daher auch super robust dieses Messer. Kannst du dann halt tatsächlich im Buschmann-Stil zum Speer auch umfunktionieren. Sehr, sehr toughes Messer. Da gibt es sehr viele Videos auf YouTube. Bei Interesse mal auch bei den Daten
das Netz und YouTube befragen. Da werdet ihr fündig. Ja, Sven, wirklich der Wahnsinn, dass du dieses Messer auch zur Verfügung gestellt hast. Also beide Messer, große Klasse. Das hier Versteigerung Nummer 2, Cold Steel Bushman. Versteigerung Nummer 1, Fox Knives Parang Bushcraft FX. Ja, wie erwähnt, weitere Infos in der Videobeschreibung, auch die Verlinkung zum Infovideo und die Versteigerungskommentare stehen hoffentlich und dann seid ihr gefragt, immer her mit euren Geboten, wenn ihr Interesse habt. Und dann läuft die Versteigerung, ja, bis morgen ungefähr 20 Uhr, da plane ich immer die Videos zu beenden. Ich hoffe, das gelingt mir zeitlich. Falls mal was dazwischen kommt, organisatorisch, bitte ich vorab um Entschuldigung. Sobald es mir möglich ist, werde ich dann über die Kommentare die Versteigerung beenden und die Leute, die dann das Höchstgebot haben, auch sofort anschreiben, dass sie die Aktion gewonnen haben und den Rest klärt man dann per E-Mail. Alles klar, dann, ja, ihr seid dran, immer her mit euren Geboten und ich verbleibe wie immer mit All Knives are great, bleibt gesund, Peace, ich bin raus.